auf dem Weg zum Flughafen Simri ab. Per Flugzeug geht es jetzt von Simri ab nach Phnom Penh. Die kleine Maschine benötigt für die Strecke etwa 30 bis 40 Minuten. Ein günstiger Bus würde über holprige Straßen ca. 7 bis 8 Stunden brauchen. Der Bus würde zwar nur 4 bis 5 Dollar pro Person kosten, allerdings auch einen ganzen Urlaubstag. Wir sind gut und heil in Phnom Penh gelandet. Nun müssen wir uns nur noch auf die Suche nach einem Taxi machen, das uns zu unserer Bungalow-Anlage bringt. 20 Minuten später und um 7 Dollar ärmer sind wir im Kapiki angekommen. Das Kapiki ist eine wunderschöne und sehr ruhige Bungalow-Anlage mitten im Zentrum von Phnom Penh. Es verfügt, so wie wir es wünschen, über einen Swimmingpool und Wireless LAN. Unser Standard-Doppelzimmer kostet inklusive Frühstück 50 Dollar pro Nacht. Jetzt wollen wir mal einen kurzen Blick in die Anlage machen. Sollte uns also gar nichts mehr einfallen, können wir immer noch Tischfußball spielen. Der große Salzwasserpool stand uns die meiste Zeit alleine zur Verfügung. Nun noch ein Blick in unser kleines, aber feines Zimmer mit Garten. Den Safe muss man gleich ausnützen. Viel Schmuck!